Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Hees80 mit einem neuen Steelbook-Unboxing-Video für euch. Und ich bekam gerade eben von der Post ein Päckchen von Amazon. Und da ist ein Steelbook drin, was ich jetzt eigentlich nicht so ganz spontan kaufen wollte. Aber für den Preis musst ihr einfach zuschlagen. Nämlich, es handelt sich hier um die 4K Steelbook-Version von Apocalypse Now im Final Cut. So schaut's aus, ist ab 16 Jahren freigegeben. Ich habe natürlich diesen Film schon zu Hause in dieser wunderschönen Full Disclosure Edition hier. Aber ich finde natürlich einen Final Cut, aber ansonsten eigentlich alles komplett gleich. Natürlich hier noch mit Postkarten und noch ein Booklet dabei, aber ganz ehrlich, die werde ich jetzt wahrscheinlich auch hergeben, denn der Film ist cool und alles, aber in mehreren Versionen brauche ich diesen Film jetzt eigentlich nicht. Und hier eben in diesem Steelbook ist eigentlich alles enthalten, was man nur so braucht. Und ja, im Großen und Ganzen hat das Steelbook jetzt 24,99 € gekostet mit 2 UHDs und 4 Blu-Rays. Kann man fast sagen, ist schon ein Schnäppchen, denn das ist wirklich echt ein extrem guter Preis für eine 4K UHD-Version. Den meisten kosten, glaube ich, 38 €, glaube ich, das ganze Steelbook. Und deswegen dachte ich, okay, jetzt schlage ich nochmal hier kurz zu. Denn wie gesagt, der Film fand ich auch wirklich sehr gut. Und ja, der Film geht hier in der Final Cut Version 182 Minuten. In der Redux Version geht der Film 196 Minuten. Und in der Kinofassung 147 Minuten. Ja, wirklich Wahnsinn. Und wir haben jetzt hier nochmal dabei, was ich auch extrem cool finde, auf der Disc UHD, Disc 1 UHD Final Cut, auf der Disc 2 ist dann die Kinofassung und auch die Redux-Version mit dabei, also auch auf der 4K-Version, nicht wie bei Terminator, dass nur die Kinofassung enthalten ist, auch wirklich alles beide. Auf Disc 3 ist nochmal der Final Cut auf Blu-ray da drauf, auf Disc 4 Apocalypse Now die Kinofassung und die Redux-Version und auf Disc 5 haben wir Bonusmaterial und auf Disc 6 haben wir noch Hearts of Darkness und neue Extras. Also wirklich ein rundum sorglos Apocalypse Now Paket, was man hier hat. Und wow, wirklich wow. Wir haben sogar auf Final Cut, also sogar deutschen Dolby Atmos drauf. Also einmal wunderbar. Wir machen einfach jetzt mal auf und es ist wirklich richtig cool. Richtig cool. Ich habe den Film nicht im Kino gesehen in der Final Cut Version. Weil nicht im Kino, liefert nur ganz kurz, bei uns liefert glaube ich gar nicht. Und ja, hier noch schon mal den Schuber, den kann man auch wieder abziehen. Hier nochmal vorne drauf, ist auch schon ab 16 Jahren freigegeben. Hier nochmal mit dem kompletten Inhalt, was hier dabei ist. Über 10 Stunden Bonusmaterial. Und ja, wer diesen Film noch nicht kennen sollte, einfach hier mal durchlesen. Also ist aber eigentlich schon ein Kultfilm, eigentlich kann man sagen. Und hier in diesem roten und auch oben drüber, hier oben drüber stehenden, haben wir auch nochmal dann die ganzen technischen Daten, damit ihr auch wisst, um was es geht. Einfach hier mal auf Pause drücken und dann wisst ihr auf jeden Fall schon mal Bescheid. Jo, okay. Das Steelbook ist so ähnlich wie auch das von Leon, der Profi. Auch in diesem Comic-Zeichnungsstil. Aber hier auch ein richtig gestochen scharfes Bild, wo ein Vietnameser schon hier am Galgen hängt. So schaut es fast aus. Ist auch ein Hochglanz-Steelbook, da haben wir hier Apocalypse Now draufstehen und Final Cut und hier eben dann noch dann das Boot. Also es schaut wirklich sehr gut aus. Von dem Produktionsbild hat es mir nicht so ganz gefallen, aber dann okay, jetzt für 24,90 € kann man jetzt hier echt nichts verkehrt machen. Dann hier am Spine schaut es hier so aus. Oben nur Ultra HD oder nicht Studio Channel steht drauf, Studio Channel und dann unten drauf dann Apocalypse Now. Sonst steht ja nichts weiter dabei. Langt auch völlig und hinten drauf haben wir nochmal dann den Dschungel mit einem Aussichtspunkt und auch sehr schön, wenn wir jetzt hier aufschlagen, dann innerlich schaut ein bisschen mal, dann schaut es so aus, auch sehr cool, ein zusammenhängendes Bild sozusagen, bis natürlich auf den Spine, wäre auch cool gekommen, wenn es hier gleich geblieben wäre, aber es schaut wirklich sehr cool aus. Ja, und innen drin haben wir leider die Discs gestapelt, das stört mich eigentlich schon sehr,
bin da wirklich kein großer Freund von den gestapelten Discs, denn die können ja echt extrem leicht zerkratzen. Ja, okay, dann schauen wir uns das mal an. Legen wir hier das Karton runter und haben eben hier einmal Disc 1 Ultra HD, den Final Cut. Dann auf der Disc 2 haben wir hier dann die Ultra HD mit der Redux-Version und mit der Kinofassung. Und dann machen wir hier weiter mit der Disc 4. Bisschen falsch durch das ganze Zeug hier. Auf Disc 3 haben wir hier nochmal den Final Cut auf Blu-ray. Auch hier schon mal Laufzeit mit dran, 182 Minuten der Final Cut. Und dann haben wir hier dann die Disc 4 mit der Kinofassung und mit der Redux-Version. Und dann nochmal hier dann das Bonusmaterial auf Disc 5. Und auf Disc 6 haben wir noch hier den Hearts of Darkness und weitere neue Bonusinhalte. Also wirklich ein rundum sorglos Paket. Also hier kann man echt nimmer meckern, bis auf die gestapelten Discs. Und auch ein Hintergrundmotiv im Steelbook haben wir auch noch. Also da kann man sagen, wirklich sehr schönes Teil. Ja, das war es schon mal mit dem Apocalypse Now Steelbook in der Final Cut Version, in der 4K UHD Version, gerade eben bei Amazon für 24,99. Wer jetzt noch schnell genug ist, schlagt noch fix zu. Sie war auch schon mal wieder ausverkauft, aber jetzt nochmal für den extrem günstigsten Preis überall wirklich war, kostet eigentlich sonst 38,99 und hier für einen Schnäppchenpreis von 24,99. Also jetzt auf jeden Fall zuschlagen, lohnt sich auf jeden Fall, will ich jetzt mal sagen. Für 6 Discs mit 2 UHDs mit dabei in diesen 6 Discs. Also da, ja, wer jetzt hier noch meckern tut, ja, dann sei ihm nicht mehr geholfen, ganz ehrlich. Ja, das war's von mir. Heute gibt's ein paar weitere Videos für euch. Seid gespannt, was es sein wird. Und bis dann, Jimmy und Beep. Thank you.